Hallo und herzlich willkommen zu Trick 17, dem Podcast zum Thema Lifehacks. Heute wie immer mit Kai, aber nicht mit Ben. Nein. Sondern mit Daniel. Ja, hallo. Ich bin der Barmer Ersatz-Ben, abgekürzt Bepp. Und Bepp ist übrigens ein Dialektwort bei uns für alles, was klebrig ist. Mensch, das ist doch ja. Was für ein Einstieg. Wow. Gleich bist du gleich mit einer goldenen Überleitungsbrücke eingestiegen. Das Überleitungslimbo wird schwieriger. Ja, also wir haben das Thema Klebstoffe oder alles, was klebt in dieser Folge, wobei das wahrscheinlich nicht die letzte Folge sein wird, aber wir haben ein paar schöne Tricks zum Thema Kleben und Basteln. Vielleicht noch kurz zur Abwesenheit von Ben, wenn ihr Trick 17 auf den Social-Media-Kanälen folgt, auf irgendwelchen, ich habe das, glaube ich, in alle Richtungen kommuniziert. Der Ben hat im Moment viel zu tun, das war auch jetzt die ganze Zeit so, aber er sagt jetzt, dieses Jahr wird es absolut nichts mehr und ich dachte, bevor wir jetzt gar nichts machen, versuchen wir doch mal Gäste einzuladen und da hat sich unter anderem auch der Daniel gemeldet, dass er Lust hätte, mal eine Sendung mitzugestalten und damit verbunden gleich der Aufruf, wenn ihr Lust habt, auch mal eine Trick 17 Folge als Gast mitzugestalten, meldet euch über Twitter, E-Mail, Facebook oder Telegram oder was euch noch so einfällt, E-Mail, und dann kriegen wir da schon was zusammen. Ja, hat auch gar nicht wehgetan, sich da zu bewerben. Das muss ich ehrlich sagen, das ging ganz gut. War ganz kurz und schmerzlos. Ja, ja, das ist doch, also wurde ganz freundlich hier empfangen. Also musste auch dieses Aufnahmeritual, das war also auch halb so peinlich, wie immer alle behaupten. Das ging eigentlich. Also die Narben werden verheilen. Hat ja. Und hat auch keiner gesehen. Also ich habe es zwar auf YouTube jetzt als Video, aber das benutze ich noch ein bisschen als Druckmittel, bevor ich das an die Öffentlichkeit bringe. Dieses YouTube, das kennt ja keiner. Solange es nicht auf Google Plus postet, das ist ja alles gut. Genau. Ich stelle dich noch mal kurz vor. Ich will ein bisschen ab von diesem stell dich doch selber vor. Den Daniel kennt ihr vor allem vom Brombeerfalter-Podcast und von 4812, einem Radreise-Podcast. Und neuerdings auch vom Käsekeller-Podcast. Käseteller war, glaube ich, der Fake, den du auf Twitter etablieren wolltest kürzlich mal. Genau. Ich wollte nur sehen, ob ihr aufpasst. Genau. Und das erste ist ein Personal-Podcast, das zweite, wie gesagt, zum Thema Radreisen, das dritte kann man sich vielleicht schon denken zum Thema Verkostung von Käse, was du mit der wunderbaren Lara von dir, der Auslandsschweizerin, machst. Und habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nichts Wesentliches, nö. Okay. Und wir haben auch schon mal eine Hobbykoch-Podcast-Folge über die elsässische Küche gemacht. Stimmt, ja, ist schon eine Weile her, nicht? Ist schon ein bisschen her, aber kann ich ja, wenn ich dran denke, in den Shownotes verlinken. Ich glaube sogar, dass ich im Hobbykoch mal zu hören war, bevor ich so richtig angefangen habe, Pod zu casten. Ich habe dir mal was auf Französisch eingesprochen, das war, glaube ich, so vor meiner aktiven Podcast-Zeit. Und zwar war das Originalrezept für Brioche, genau, wenn ich mich recht erinnere. Genau, wo irgendwie keine Mehlmenge drin angegeben war in diesem altertümlichen Buch, weil man das so als bekannt vorausgesehen hat. Genau, das waren ja noch nicht die Rezepte im eigentlichen Sinn, sondern von Köchen für Köche. Und da wurde das eher so, wisst ihr schon, so in dem Stil wurde das aufgeschrieben. Ja, genau, ja. Ja, gut. Dann steigen wir mal ein mit der Sendung, oder? Willst du anfangen? Du hast nämlich mehr Sachen gefunden als ich zum Thema Kleben. Ja, also ich habe mich hauptsächlich mit Klebeband beschäftigt. Da bin ich ganz großer Freund von diesen Gewebeklebebändern, also Markennamen hier Gaffertape, Ducktape oder auch als Bundeswehrpanzerklebeband bezeichnet. Das gibt's dann auch immer mal ab und zu so ein bis zweimal im Jahr in den großen Discountmärkten in billig für 2,99 in silbrig glänzend die Rolle. Klebt manchmal auch in Schwarz. Manchmal auch in Schwarz, ja, stimmt. Klebt auch ganz gut. Und ich meine, natürlich, man kann erstmal damit alles zukleben, was man mit Klebeband auch zuklebt. Nur mit Gewebeklebeband hält es meistens besser, weil das schon recht kräftig ist. Und auch irgendwie einfacher im Handling, also so braunes Paketklebeband, da wird man ja wahnsinnig, wenn man es von der Rolle runterbekommen will. Das geht mit Gewebeklebeband bedeutend besser. Und
Das stimmt. Und man kann es vor allen Dingen ohne Werkzeug abreißen. Genau, man kann es immer so mit dem Fingernagel an der Kante so senkrecht zur Rollrichtung quasi einreißen und dann so senkrecht runterziehen, ohne dass man dann in so einer schrägen Spirale irgendwie so eine 3D-Skulptur, so eine 3D-Pyramide genau. von braunem Paketklebeband auf der Rolle kreiert, wie das die meisten kennen dürften. Ja, das kenne ich auch. Und ich möchte auch einfach gleich mal, weil das, glaube ich, eher was Einfacheres ist, klar, natürlich, man kann Pakete damit zukleben, die man verschicken möchte, dann halten die auch schön dicht. Aber wenn man was Größeres, Schwereres zur Post oder zur Packstation oder sonst wohin tragen möchte, dann kann man die auch gleich noch mit einer Extra-Funktion zukleben, nämlich mit Griff, dass man die schön Aha. halten kann. Und das geht eben mit so einem stabilen Klebeband am besten. Da wickelst du erstmal so ein bisschen Klebeband einfach von der Rolle ab und faltest dann so 15, 20 Zentimeter um. Dass du praktisch am Anfang so ein Stück hast, wo auf beiden Seiten silbrige oder schwarze Außenseite ist, wo die Klebeflächen aufeinander liegen. Und das. Also einfach so der Länge nach zusammenklappen. Genau, eben, dass du so ein Stück hast, das nicht auf beiden Seiten nicht mehr klebt. Und das legst du so auf die Mitte der Paketoberseite und dann wickelst du das Band einmal eben drumrum, da wo der Falz ist, da wo du es verschließen willst. Und klebst dann praktisch, wenn du wieder oben angekommen bist, dieses lose Ende locker mit dem Klebeband wieder fest. Und dann hast du eben auf der Oberseite so ein kleines, loses Stück, wo es eben nicht am Paket haftet. Und da kannst du dann schön die Hand drumherum packen und kannst das Paket, wenn du einen weiteren Weg zur Post hast, ein bisschen bequemer tragen, als wenn es irgendwie unter den Arm klemmen musst. Und dann ist es doch zu groß oder was weiß ich. Oh. Also ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie ohne Bild halbwegs verständlich beschrieben. Ja, also ich kann es mir so ungefähr vorstellen. Hast du es mal getestet, also bis zu welchem Gewicht das auch funktioniert? Das klappt ganz gut. Wenn du jetzt ein richtig schweres Paket hast, dann sollst du halt da, wo das Klebeband wieder rumkommt praktisch, wenn du da eine Runde gemacht hast, noch ein bisschen weiter auf den Griff draufkleben, vielleicht nicht nur 2-3 Zentimeter Überlappung und dann hält es richtig gut. Mhm. Weil dieses Gewebeklebeband, da kannst du ja notfalls ein Auto mit abschleppen, glaube ich. Also ja, stimmt. Könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich, also das hält unglaublich fest. Ja, wenn man jetzt nicht gerade einen Sack Zement verschickt, dann müsste das gehen. Ja, ich glaube, beim Sack Zement ist eher das Problem, dass durch diese staubige Umgebung das Klebeband nachher nicht mehr richtig haftet. Vom Gewicht her dürfte das vermutlich auch noch was passen. Stimmt. Ja, cool. Also, wenn du noch ein Bild machen kannst davon, wäre es super. Dann nehmen wir das in die Shownotes mit auf. Jawohl, ich werde mich bemühen. Ich werde das ominöse Paket damit testweise bekleben, mit dem Lara und ich uns immer den Käsekellerkäse hin und her schicken. Das ist ein wunderbarer Karton, der inzwischen schon zu 3/4 aus verschiedenen Gewebebändern verschiedener Zeitepochen besteht, weil wir ihn immer hin und her schicken. Okay. Und wahrscheinlich sind da auch schon einige, wenn das immer derselbe Karton ist, auch einige Kulturen schon drin. Ne? Dann reift der Käse auf dem Weg noch. Naja, da drin befindet sich ja eine Kühltasche mit Kühlakkus und die waschen wir tatsächlich immer wieder aus. Okay, sonst ist es dann auch kein authentisches Verkostungserlebnis mehr, wenn das nachher dann so ein Potpourri ist. Ja, wir entwickeln da was Eigenes für die Jahre. Ja, gibt's ja Leute, ne, die so Käse, Rohkäse aufkaufen und dann in ihrem eigenen Mikrokosmos da weiter reifen lassen. Ja, genau, diese Affineurskunst. Genau. Gut, dann lege ich jetzt auch mal einen Trick vor. Und zwar ist das vor einiger Zeit so durchs Internet gewandert und meine Tochter wollte das gleich ausprobieren. Und zwar geht es darum, Schleim zu machen. Hm, ja, da. Ich weiß nicht, was da bei Kindern falsch läuft. Ich selber erinnere mich auch noch, was so cool ist, mit Schleim zu hantieren. Ja, aber ich wollte gerade sagen, deine Tochter ist ja genau in dem Alter, wo Schleim cool ist. Also ich war ja auch so in der Grundschule und bei uns gab es den in Neongelb und Neongrün in so Bechern im Schreibwarenladen für kleines Geld zu kaufen, teilweise auch mit Glitzer drin, aber selber machen ist ja da richtig cool, da bin ich mal gespannt drauf. Ja, also den im Becher hatte ich tatsächlich früher auch. Ich habe da nur leider draußen mitgespielt und dann ist er mir ins Laub gefallen und war dann, da kriegte man so die Brösel nicht mehr richtig raus aus dem Schleim. Der bei uns verkauft wurde, hieß Slimy, dein Quabbelfreund, daran erinnere ich mich noch. Ganz genau, der, ja. War dann, glaube ich, auch so um die Zeit Ghostbusters, ne? Da war auch dann so ein grünes Schleimmonster drauf. Ja, nur die Ghostbusters habe ich als Kind nicht so direkt mitbekommen. Also meine Eltern hatten ein sehr konservatives Medienkonsumverhalten.
Deswegen ist mir diese Referenz erst viel später aufgegangen. Okay. Ja, es, also ich habe den gesehen mit 7, glaube ich, aber nach der Szene, in der Slimer da diese Hotellobby lang geflogen ist, bin ich dann immer sehr vorsichtig bei uns im Badezimmer reingegangen, weil da auch so ein langer Flur war. Sehr schön. Aber jetzt erzähl mal, wie machst denn du Schleim selber? Genau, kommen wir zurück zum Schleim des Themas der Folge. Zufolge muss es ja was mit Kleber zu tun haben. Und zwar nehmen wir da diesen Bastelkleber, den transparenten. Damit weiß ich auf jeden Fall, dass es funktioniert. Es gibt da ja eine sehr bekannte Marke, die nach einem Waldvogel benannt ist. Aber ich denke, auch andere transparente, flüssige Bastelkleber müssten funktionieren. Hier die Eule, flinke Flasche oder so ähnlich. Ja, so ähnlich, genau. Und was man dann macht, ist, sich in einen Plastikbecher oder in irgendein Behältnis reichlich davon reinzufüllen und dann unter Rühren nach und nach Spülmittel dazu zu tun. So ganz normales Handwasch, also Handspülmittel hier für das Handgeschirr spülen oder nix. Ganz genau. Und darin findet dann eine Reaktion statt. Man sieht auch nachher, wie sich dann Wasser abtrennt. Man hat dann nachher sozusagen die schleimige Phase und dann so ein bisschen Restflüssigkeit. Weiß nicht, ob es Wasser ist oder Alkohol oder was auch immer, was sich da abtut. Spielt ja auch im Grunde keine Rolle, aber wenn dann kein Spülmittel mehr aufgenommen wird von der Klebstoff, dann hat man im Grunde einen schönen formbaren schleimigen Schleim. Okay. Kann man dann noch ein bisschen kneten mit den Fingern, um die Reste von Flüssigkeit rauszukneten und dann kann man damit spielen. Ja, cool. Ist das dann so ungefähr 1:1 die Mengen, so ganz grob oder? Würde ich auch sagen, so grob geschätzt. Also man kann das auch wirklich freie Schnauze oder Pi mal Daumen abmessen, aber ich denke 1:1 ist ungefähr das, was wir gemacht haben. Ich habe hier noch eine halbe Flasche hier von dem Waldvogel herumstehen und ich habe auch noch Zitronenspülmittel. Ich glaube, ich weiß, was ich nachher tun werde. Du kannst das Ganze natürlich für Kinder oder auch für Erwachsene noch schön mit Speisefarben ein bisschen einfärben, damit man dann eben das entsprechende Neongrün oder Blau oder was man haben möchte, Pink, anrühren kann. Aber die Spülmittel bringen dann meistens ja auch schon etwas Farbe mit. Ja, ich habe so ein grellgelbes da stehen, so ein richtig klassisches Zitronenspülmittel. Ja, das geht doch auch schon. Ja, Mensch, das ist ja eine coole Sache. Und dann kannst du ja mit Sicherheit auch, wenn du dann noch irgendwie so Glitzer oder so Zeugs hast, das kannst du ja dann auch da alles einarbeiten, je nachdem, was genau. Du dann mit dem Schleim weiter. Glitzer ist immer gut. Also wenn man zu wenig Glitzer im Leben hat, dann muss man nur irgendwo Glitzer zusetzen. Ja, mit Glitzer ist alles besser. Ja, und man vor allen Dingen, man wird es dann auch nicht mehr los. Das ist also wie im Garten Pfefferminze zu pflanzen. Du findest Glitzer dann nachher auch wirklich auf der Zahnbürste oder wer weiß wo wieder. Okay, okay. Muss man dann auch wissen. Wenn man eine Tochter hat, dann weiß man das. Ja, da kann ich jetzt nicht mitreden. Ja, sehr, sehr cool. Also, ja, Schleim. Ich weiß heute ehrlich gesagt auch nicht mehr, warum der so faszinierend war, aber ich weiß, dass er es war. Ja, das, also dieses Spielen damit ist schon irgendwie lustig, wenn auch nicht dauerhaft, aber so eine Weile kann man sich damit schon beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Mensch, schön. Und jetzt? Und jetzt reparieren. Bist du wieder dran? Ja, und jetzt reparieren wir wieder irgendwas. Ich meine, das ist jetzt so ein relativ einfacher Sammeltipp, aber ich habe eigentlich da quasi nur durch persönliche Faulheit, Innovationsgedanken wollte ich sagen, festgestellt, alles, was man so unterwegs im Urlaub mit diesem Gewebeklebeband mal wieder repariert, das hält danach erstaunlich lange. Also ich zelte halt im Urlaub ganz gerne und dann packt man das Zelt mal ein bisschen unachtsam ein, dann hast du irgendwo Kontakt im Packsack zu irgendwas Spitzem und dann hast du so ein kleines Löchlein im Textil. Und dass das sich nicht weiter ausbreitet, habe ich halt von innen und von außen so ein kleines Quadrat-Gewebeklebeband, was ich da im Urlaub immer für alle möglichen Notfälle dabei habe, draufgeklebt und dachte mir, daheim kümmerst du dich dann richtig drum. Ich sag's mal so, dieses Klebeband ist seit Jahren da immer noch drauf, weil von der Sonne beschienen ist es dann wohl irgendwie so ein bisschen anvulkanisiert oder
irgendein anderer Prozess. Auf jeden Fall hält es so bombenfest, dass ich überhaupt nicht auf die Idee komme, das jetzt dort wieder wegzumachen. Und genauso habe ich auch schon, das aber dann nicht dauerhaft, dann eben auch mal ein Loch in einer Fließjacke, damit sich's nicht ausbreitet, von innen mit einem kleinen Stückchen Gaffertape am Ausbreiten gehindert. Und richtig böse wird's dann, wenn du im Urlaub bist und merkst, dass du deine Schuhe durchgelaufen hast. Ja, sowas ist mir auch, oh ja, sowas kann mir auch schon passieren. Also da so zwei, drei Lagen Tape von innen drauf und dann kannst du da echt noch mal ein paar Tage mit rumlaufen, ohne dass du irgendwie ständig Steine eintrittst. Also das klappt ganz gut. Also dieses Zeug, das ist wirklich belastbar und stabil, aber also gerade wie gesagt, so Zelt und solche Sachen, das ist also auch die dauerhafte Reparaturform. Da braucht man wirklich kein Geld für irgendwelche teuren Flicksets der Hersteller ausgeben. Das Geld ist in Gaffertape besser investiert und vom gesparten Geld, da holt man sich dann irgendeine landestypische Spezialität, die man dann vor dem Zelt abends zu sich nimmt. Irgendwie ein leckeres Stück regionalen Käse, Wurst, Brot, Bier, keine Ahnung, was auch immer. Da hat man dann mehr davon. Ja, sehr schön. Also die doofe Frage oder der doofe Witz an der Stelle wäre ja, warum bauen sie nicht von vornherein dann die Zelte aus dem Material, wenn das eigentlich besser hält? Ja, die Atmungsaktivität vielleicht. Ja, stimmt schon. Ja, natürlich, man sollte viel mehr aus Gaffertape bauen, das ist richtig. Ich muss an der Stelle daran denken, es gab, glaube ich, vor 10 Jahren oder so mal so einen Internettrend, wo sie Leute mit Gaffertape an der Wand oder an der Zimmerdecke festgeklebt haben. Ja, ich erinnere mich auch dran. Ja, war das nicht auch mal irgendwie ursprünglich aus irgendeiner US-Filmkomödie 80er, 90er Jahre, irgendwie so im Stil So ein Satansbraten oder irgendwie sowas? Kam das da nicht auch mal irgendwo vor? Als Gag? Das kann gut sein, ja. Also man weiß jetzt nicht, was zuerst da war, aber... Ja, also ich glaube, der Film, den ich meine in Erinnerung zu haben, der war auf jeden Fall vor dem Internet da. Okay, dann waren das nur Nachmacher sozusagen. Ja, meine Güten. Ist ja auch egal, also auf jeden Fall sehr witzig, also mit genug Lagen von diesem Klebeband, wenn man so lange Streifen macht und dann wirklich großflächig jemanden damit an der Wand befestigt, dann hält das auch. Ja, solange er nicht zappelt, ne? Also. Ja, naja, selbst das, also irgendwann zappeln wird dann ja auch immer schwieriger, ne? Wenn man richtig schön dicht an die Wand geklebt ist, ist das wahrscheinlich wie in einem Spinnennetz eher. Ja, müsste man mal ausprobieren. Magst du nicht mal zu Besuch kommen? Ja, tatsächlich würde ich das gerne mal ausprobieren, aber ich hätte dann schon Angst, dass es dann auch sehr lange dauert, bis man wieder ab ist, ne? Wenn man dann mal zur Toilette muss oder so. Ja, vor allen Dingen, wie weh es tut, dann dieses Band wieder vom Körper abzuziehen. Ja, das macht man natürlich nicht nackig, ne? Also mag es auch geben, aber... Ach so, Entschuldigung, bin jetzt von der Podcaster-Uniform ausgegangen. Ja gut, wenn man stark am Körper behaart ist und das nicht mehr sein möchte, wäre das natürlich auch noch ein doppelter Effekt. Dann könnte man das auch mal probieren. Kommen wir also zum nächsten Tipp, Gaffertape in der Kosmetik. Ja, man kommt währenddessen auch noch auf gute Ideen. Ja, richtig. Aber ich komme mal dann zu meinem zweiten Trick, der ist auch schon so ein bisschen durchs Internet gewandert. Das ist eine dekorative Geschichte und es ist sogar die perfekte Jahreszeit dazu, denn überall liegt buntes Laub und wenn man da so ein bisschen was sammelt, wenn man Kinder hat, ist da muss man, glaube ich, gar nicht groß dazu aufrufen, dann hat man auch schon so Blätter im Haus. Dann kann man sich daraus eine schöne Schale machen. Und zwar entweder so klassisch, wie man auch beim Basteln das mit Pappmaché macht, nämlich mit einem aufgeblasenen Luftballon. Ich habe auch schon gesehen, wenn man es sehr exakt oder sehr eine bestimmte Form haben möchte, kann man natürlich auch eine Schüssel nehmen, die man vorher ein bisschen mit irgendeinem Fett einreibt, damit es sich nachher wieder trennt davon. Luftballon geht natürlich leichter, wenn man den kaputt machen kann. Und dann kann man entweder mit Bastelkleber oder mit klassisch auch mit Kleister die Blätter darauf applizieren und dann in schönen Mustern. Und natürlich kann man auch nach Farben sortieren oder bestimmte Effekte erzeugen. Ich habe mir das vorgenommen. Ich habe hier auch schon Blätter liegen. Ich habe die jetzt erstmal gepresst und das ist noch nicht so ganz abgeschlossen, sonst
Das wird zu Veröffentlichung der Sendung hoffentlich dann geschehen sein, alles, und dann gibt's ein schönes Foto dazu. Also das Laub musst du praktisch vorher pressen, damit es dann auch trocken und flach ist und... Genau. Weil sonst ist es ja so, wenn man es so trocknen lässt, ist es ja wie bei feuchtem Papier, dass man wieder trocknen lässt, dass dann so Wellen drin sind. Mhm. Ich denke, das ließe sich auch, weil man muss es ja mit dem Kleister oder dem Kleber auch wieder ein bisschen einweichen. Da kann man das eh glatt streichen, aber ich habe es jetzt in der Anleitung, die ich da gesehen habe, so gelesen und werde es dann jetzt erstmal so probieren, damit ich es nicht zweimal machen muss. Und Blätterpressen, macht man das noch so, wie wir es damals in der Steinzeit gelernt haben, in Büchern? Oder gibt es da inzwischen auch schon so eine Art Sandwich-Toaster aus dem Bastelladen dafür? Oder? Ich habe es tatsächlich mit, warte mal, die Geschichte Asiens oder irgendwie sowas, ein alter, richtig großer alter Schinken, da habe ich die Blätter dazwischen verteilt. Man kann, wenn man das im industriellen Maßstab machen kann, auch sowas basteln aus zwei Brettern mit Gewindestangen und Flügelmuttern und Pappe, also verschiedenen Pappschichten. Mhm. Also in Kindergärten habe ich das schon gesehen, weil die dann regelmäßig natürlich mit Blättern und so arbeiten. Das ist dann schöner und gleichmäßiger, aber ein Buch tut's im so als Notfalltechnologie nach wie vor. Das ist auch einer der Fälle, wo auf jeden Fall das klassische Buch dem E-Reader überlegen ist, weil da muss man also doch für das Gewicht schon sehr viele Kindles obendrauf packen, dass das Blatt ordentlich gepresst wird. Das stimmt, ja. Das wäre dann, wenn man so mehrere Kindles kauft, um Blätter zu trocknen, ja, doch ein bisschen kostspieliger. Ja, aber gut, dann sieht auch die Bibliothek nachher nicht so karg aus, wenn da im Bücherregal nur ein Kindle steht. Das sieht ja auch nicht so belesen aus. Genau. Man könnte ja auch wieder neue Bücher basteln aus Blättern, aber das ist wieder ein ganz anderer Herr. Also einfach so Buchdeckel, ja, und dazwischen dann Laub. Ja, also der Arbeitsvorgang an sich, das habe ich jetzt richtig verstanden, das ist dann schon so ähnlich, wie wenn man hier aus Kleister und Transparentpapier und Ballons eben so die klassische runde St. Martins-Laterne im Kindergarten gebastelt hat. Ganz genau. Vom Prinzip her ähnlich und thematisch natürlich auch passend zur Jahreszeit. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also Laternenbasteln eben auch, wie Tapetenkleister war. Also, wir hatten immer so Bastel. Ich weiß gar nicht, was wir im Kindergarten hatten. Wir hatten immer so Bastelleim. Ich nehme mal an, das war auch so eine Art Kleister. Der befand sich in so kleinen Plastiknäpfchen mit so uralten kleinen Plastikpinseln, die also selbst zu meiner Kindergartenzeit schon steinalt gewesen sind. Also ich weiß gar nicht. Beziehungsweise sehen die auch so aus, ne? Weil die dann schon also, 1000 Schichten trockene Leim haben. Ja, also rein optisch haben die schon die Gründung der Bundesrepublik miterlebt gehabt. Und irgendwo gab es dann den großen Vorrat in einem Eimer an Reserve. Und immer wenn dieses Töpfchen leer war, hat uns dann die Kindergärtnerin da wieder was hineingetan aus diesem großen, nie versiegenden Vorrat an Bastelkleber. Ja, ich glaube, da kaufen Kindergärten auch einfach so 100 Liter Fässer und füllen das dann immer ab. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht einfacher Tapetenkleister ist. Den kaufst du ja als Pulver und rührst ihn dann an. Da hast du ja auch immer so einen Putzeimer voll danach, dann so einen kleinen. Das stimmt. Also ich habe beides da. Ich werde mal sehen. Ich habe so einen Rest Kleister noch in einem Schraubglas und sehen, wie sich das so verhält. Und wenn das nicht richtig klappt, habe ich auch diesen Bastelkleber, der weiß ist und dann so aber transparent aushärtet. Und man kann natürlich, habe ich so überlegt, wenn man das Ganze noch haltbarer machen will, man will ja eine Schale haben, wo man vielleicht auch ein paar Sachen reintun kann, nicht nur diese fluffigen Dekobälle aus irgendwelchen Holzfasern, könnte man noch mit Klarlack arbeiten. Darum habe ich neulich eine Dose Klarlack gekauft. Das Ganze dann noch ein bisschen feuchtigkeitsresistent und vor allen Dingen so ein bisschen härter noch machen. Ah ja, okay. Da würdest du aber dann vermutlich, oder also ich als fauler Mensch würde dann vermutlich eher hier so eine Spraydose mit Klarlack nehmen und dann einsprühen. Oder würdest du, das geht sicher. Oder würdest du den so richtig schön mit dem Pinsel sorgfältig bearbeiten? Diese Spraydosen hatte ich jetzt auch neulich da. Da war ich mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden. Also ich habe mir jetzt welchen zum Pinseln gekauft und fand, das kann man ein bisschen, da kann man besser auch die Unebenheiten gerade, weil so ein Blätterding wird ja auch nicht so ganz flächig am Ende sein. Da verspreche ich mir mehr von so flüssigem, pinselbaren Lack. Ah ja, okay, ja, das kann ja auch dann auf Wasserbasis sein. Ich glaube, ich habe da jetzt so einen Acryllack. Muss ja jetzt nicht auch diese Sache sein, wo dann die ganze Bude stinkt nach irgendwelchen Lösungsmitteln.
Das kann man dann ja sehen. Also das, ich werde mal sehen, wie weit ich komme, bis wir die Sendung veröffentlichen. Und also ich hoffe zumindest, dass ich dann so eine Schale hinbekommen werde. Aber wo du gerade bei Laternen warst, wenn man schon mit Luftballons arbeitet, kann man natürlich auch weitergehen und daraus eine Laterne basteln. Das wäre eigentlich keine schlechte Sache. Ne? Ja, eben, die Zeit kommt ja jetzt bald wieder, wo man die gut gebrauchen kann. Bis November ist ja nicht mehr so weit hin. Ja, eben. Und die Bio-Eltern, die dann eben nicht mit denen buntes Papier schon zu umweltfeindlich ist, die können dann mit Blättern arbeiten. Richtig, ja. Dann muss man vielleicht nur aufpassen, dass man dann, obwohl echte Kerzen werden ja, glaube ich, im Kindergarten heute nicht mehr verwendet. Das könnte ja so eine Papierlaterne abbrennen. Ne? Das wird ja alles inzwischen ja, ja. Mit. Ach du, das ist ja auch schon passiert, als ich klein war. Dann weint man halt ein bisschen und fertig. Ja, aber, ne? Also es ist ja so weit vom Kind weg. Ja, aber es sind jetzt nicht irgendwie wie auf so improvisierten Scheiterhäufen reihenweise die Kinder der späten 70er und frühen 80er den Flammen zum Opfer gefallen. Also das hat man schon überlebt, trotz allem. Das ist halt diese extreme Übervorsichtigkeit, die heute so an den Tag gelegt wird. Ja, es ist ja auch viel umweltfreundlicher, eine LED-Lampe, die irgendwie in China unter zweifelhaften Bedingungen in schlecht gelüfteten Fabriken von Leuten ohne Mundschutz hergestellt worden ist. Von anderen Kindern, genau. Die kein Martinssingen machen. Von Kindern für Kinder, genau. Ja. Nee, also da ist natürlich eine Kerze viel zu, ich meine, die Kerze allein schon hier wegen der CO2-Bilanz und so, das geht ja gar nicht. Ja gut, wenn dann die LEDs dann mit einem Transportschiff um den ganzen Globus fahren, dann müsste man nochmal nachrechnen. Naja, mit Glück ist es ein Schiff, ne? Luftpost wäre schlimmer. Ja. Ach ja, ist schon alles nicht so einfach. Man kann es eigentlich nicht so richtig machen. Nee, das stimmt wohl. Aber lass uns doch nochmal zum Reparaturen zurückkehren, denn du hast nochmal einen speziellen Fall für Arbeiten mit Klebeband, Gewebeband. Den Fahrradreifen. Oder war das jetzt? Ja. Genau, ja. Der ist tatsächlich auch in so einem Urlaub entstanden. Also den habe ich quasi geistig selber entwickelt, nicht irgendwo gelesen. Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der drauf gekommen ist. Als ich nämlich nicht nur mal durchgelaufene Schuhe hatte, sondern auch einen ziemlich durchgefahrenen Fahrradreifen und mir den Platten eingefangen hatte. Dachte ich mir dann, als ich ihn so repariert habe, och, das Material ist jetzt auch schon ziemlich dünn und die Straßen hier in Südschweden sind nicht durchgehend hervorragend, da ist auch einiges Unbefestigte dabei. Und habe dann einfach in den Fahrradmantel innen so 2-3 Lagen, also immer so rundrum geklebt von diesem Gewebeklebeband, dass nochmal so 2-3 Lagen von diesem Klebeband als zusätzliche Schutzschicht zwischen dem Schlauch und dem Mantel sich befunden haben. Und als ich das dann wieder montiert habe, hat es auch sehr gut gehalten, weil natürlich der Schlauch, sobald er aufgepumpt war, dagegen gedrückt hat und das Ganze am Platz gehalten hat. Und ich habe dann diesen notdürftig geflickten, schon viel zu weit durchgefahrenen Fahrradreifen noch so lange weiterfahren können, dass ich das jetzt inzwischen tatsächlich auch beim Neukauf von Reifen gleich von vorne weg standardmäßig mache, so 2 Lagen Klebeband rein, bevor ich den Reifen montiere. Und die Dinger, die halten danach wirklich ewig lang. Also da kann man dann auch richtig noch ein paar Euro sparen und hat dann trotzdem nicht diese Angst, dass wenn der Reifen unten ist, dass man dann die sich, also jedes kleine Steinchen gleich einfängt und dann gleich einen Platten hat. Ja. Also das hatte ich, als ich es gelesen habe, auch gedacht. Gerade wenn man sich was eingefahren hat und das jetzt als Reparaturmethode verwendet, denke ich mal, ist es gut, weil das Gewebeband ja auch eine glatte Oberfläche hat. Das heißt, wenn man dann irgendwie noch kleine Körnchen oder Sand auch vom Reparieren drin hätte, würde man das da mit so einer Lage auch wieder ein bisschen abfangen, dass dann eben nicht der Schlauch aufgescheuert wird. Genau. Aber also das ist eben das, was ich schon auch schon sagte. Das Zeug, das ist dermaßen belastbar und zäh, also das ist quasi fast so gut wie diese Pannenschutzeinlagen, die manche Reifen auch bieten, nur halt bedeutend preiswerter. Ja, super Tipp. Und was hast du jetzt noch als Viertes? Da kann ich gar nichts drunter mir vorstellen. Das Hochleistungspflaster, ja. Ja. Auch wieder aus der Bei Fleischwunden oder was? Ja, durchaus. Also ich bin ja gerne mal auch ein bisschen grobmotorisch unterwegs. Also unter anderem probiere ich immer mal wieder aus, wenn ich irgendwelche Zwiebeln oder anderes Gemüse klein schneide, wie sich so anfühlt, wenn man sich die halbe Fingerkuppe mit absäbelt oder hier so schön, also ganz so schlimm nicht, aber halt dann doch mal schön ordentlich das Messer irgendwie in die Fingerkuppe rein, dass da also massivere Blutungen entstehen. Und dann ist ja die Frage, zum einen, man möchte auch mit dem Essen machen weiterkommen. Wie verpflastert man das jetzt?
in der Küche ist man ja auch gerne mal so ein bisschen in Kontakt mit Feuchtigkeit. Spätestens, wenn es dann an den Abwasch geht. Und da habe ich mit normalen Heftpflastern immer das Problem gehabt, dass die halt, selbst wenn wasserdicht draufsteht, sie das meistens nicht sehr lange sind. Und wenn ich mit dem Messer richtig gut mich anstelle, dann drückt auch von innen hinreichend Blut raus, damit das Pflaster gar nicht richtig halten kann. Weil einfach von innen so raussuppt und da. Ja, ja, ja. Dann ist dieses Vlies in den Pflastern sofort durchgesucht. Genau, und da nehme ich dann einfach halt viel hilft viel. Da wickele ich dann erstmal irgendwas Saugfähiges drum, was jetzt nicht so großartig fasert. Also ich sage jetzt mal, so ein ultraflausche weiches Papiertaschentuch ist sicherlich eine ungünstige Wahl. Das tut dann nämlich beim Abziehen saumäßig weh, wenn es auffasert. Ja, Küchenpapier nehme ich. Küchenpapier ist super, genau. Das faltet man ein paar Mal längs, dass man eben dann so einen Streifen hat, der ungefähr die Breite hat, so lang wie der Finger ist. Ne? Wickelt es dann straff drumrum, weil meistens hängt ja dann auch noch so ein Hautlappen, den man gerne wieder in Form haben möchte, dass der Finger danach nicht so ganz quasi modemäßig aussieht, zieht es dann straff drum und macht einfach so, ja, hält das Ganze dann eben mit dem Gewebeklebeband fest, so mit zwei, drei Lagen, und das hält dann auch wirklich so weit bombenfest, dass man zumindest zu Ende kochen kann. Mhm. Und wenn man das straff genug macht, also natürlich soll noch Durchblutung stattfinden, das also wollte ich gerade sagen, also man darf es nicht so straff machen, dass der Finger dann schwarz wird. Ja, also zuerst wird er schneeweiß, wenn man zu fest ist, und danach dann dunkel, aber wenn man das straff genug macht, dann kann man in der Regel das auch nach einer Stunde, zwei Stunden schon wieder abmachen und hat damit dann diesen angesäbelten Hautlappen schon wieder so schön in die Wunde reingedrückt, dass der von sich aus mit dem geronnenen Blut schon wieder fest und trocken hält und danach dann auch fast nichts Sichtbares übrig bleibt. Also das ist also tatsächlich vorteilhaft, wenn man seinen Finger danach optisch wieder so haben möchte wie vor dem Schnitt. Und das kriegt man halt eben durch diese Stabilität ganz gut hin, weil man diesen Druck auch relativ gut justieren kann. Wenn man halt anfängt, die erste Lage Klebeband drumherum zu machen, merkt man das eigentlich, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat. Also ich empfehle euch öfters, in den Finger zu schneiden, um die Übung zu bekommen. Dann merkt man das eigentlich recht schnell, wie hart man daran ziehen muss, um die erste Lage mit dem richtigen Druck anzubringen. Das ist mir inzwischen oftmals tatsächlich lieber als die fertig käuflichen Pflasterprodukte, die ich natürlich auch immer noch im Hause habe, also für kleinere Sachen. Aber genau, man hat ja nicht immer gleich die großen Wunden und Nee, also ne, es ist so. Auch hier wirst du natürlich für die Shownotes ein Foto bereitstellen. Ach, nicht schon wieder in den Finger säbeln, Mensch. Es war gerade mal ein paar Tage alles heile, ne? Ich meine, ich komme aus einer Familie, wo sich schon männliche Vorfahren hier Finger mit Brotschneidemaschinen abgesäbelt haben, und das waren noch nicht mal elektrische Maschinen, ne? Wenn die einmal am Kurbeln waren, da haben die nicht aufgehört. Ach, meine Güte. Naja, also naja, wenn man so richtig in Schwung ist, klar. Ja, also geht ja auch schnell. Nicht ganz ab, aber da ist schon das ein oder andere. Also ich setze eine lange Tradition familieninterner Ungeschicklichkeit, die setze ich würdevoll fort. Ja gut, aber du weißt dir zumindest zu helfen und bist also dann nicht immer in der Notaufnahme. Nö, natürlich. Also Finger wieder anflicken zu lassen. Muss ja auch bei meinem Ordnungssinn, weil du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich die Pflaster jedes Mal finden würde, wenn ich sie dringend bräuchte. Aber du hast immer eine Rolle Klebeband dabei. Inzwischen ja, weil ich auch mein Klebeband schon so oft verlegt habe, dass ich es so oft nachgekauft habe, dass ich inzwischen mit Sicherheit 7 bis 8 Rollen zu Hause habe, von denen ich immer genau eine dann finde. Das ist eigentlich auch ganz, okay. Ganz praktische Herangehensweise. Ja, ist auch noch ein guter Hack, also von Sachen, wo der Einzelpreis jetzt auch nicht so hoch ist und wo man doch öfter mal was braucht, an strategisch günstigen Punkten einfach überall in der Wohnung verteilen. Ja. Mhm. Das mache ich zum Beispiel auch so mit Papiertüchern, weil ich halt auch alles immer voll schmadder beim Basteln und Malen und so, und auch in der Küche. Im Grunde habe ich in jeder Ecke des Raums immer eine Rolle Küchenpapier oder so. Ja, Papier rumstehen. Das ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Jo, ich glaube, dann sind wir zumindest mit den Lifehacks durch. Ja, was mir jetzt spontan noch so einfällt, steht nicht im Skript drin, weil ich gerade so die Wände um meinen Schreibtisch angucke. Ich wohne ja seit 2,5 Jahren in einer Wohnung mit Stahlbetonwänden, an denen jede Bohrmaschine verzweifelt. Und es gibt ja so Zeugs auch wieder hier von dem großen Waldvogel,
um Sachen an Wänden zu befestigen. Also zum einen gibt es ja diese kleinen knetbaren Böbbele. Ich glaube, die heißen im Markennamen Patafix, um Fotos und Postkarten an Wänden zu befestigen. Podcasts an den Wänden zu befestigen, genau. Die sind wiederverwendbar und auch wieder rückstandsfrei ablösbar. Und dann gibt es auch diese von der anderen Firma, auch diese Powerstrips heißen die. Und spätestens, wenn man im Stahlbeton wohnt, möchte man nicht glauben, wie stabil die Dinger sind. Also da muss man nicht unbedingt nur an Poster denken. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Also auch kleinere Wandkalender oder auch so leichtere Bilderrahmen. Also wenn man sich diese leichten Presspappe-Bilderrahmen aus dem großen schwedischen Möbelhaus kauft. Die wiegen auch nicht so viel. Die halten mit 3, 4 von den Dingern also auch bombig jahrelang an der Wand. Also da kann man sich sehr viel bohren und dübeln tatsächlich dann sparen. Das nur ein Tipp an Leute, die hier bohrresistente Wände haben, so wie ich. Da passt einiges damit mit diesen Dingern. Und also gerade bei diesen beiden Sachen hier, bei diesen Patafix und bei diesen Powerstrips, da kann ich auch durchaus empfehlen, das Markenprodukt zu wählen. Also das braucht man nicht so oft, als dass die Mehrausgabe einem wehtäte. Und da gibt es dann tatsächlich wirklich Unterschiede zu den No-Name-Produkten. Ja, das glaube ich gern. Das steckt ja auch eine Menge Entwicklungsarbeit da drin. Und die großen Unternehmen haben da sicher auch schon mehr getestet und mehr entwickelt, damit das auch funktioniert nachher. Ja, so sieht's aus. Und also gerade eben dieses kleine knetbare Zeugs, da bin ich riesiger Fan davon. Also da hängen in meinem direkten Sichtfeld mal locker 40 bis 50 Fotos und Postkarten direkt damit an der Wand und denken nicht im Traum daran herunterzufallen. Ja, so ein Posterstrip habe ich hier gerade, um ein relativ großes Poster von Radio Rando an der Wand zu befestigen. Aber da war jetzt eine Ecke los, aber das war scheinbar nur nicht richtig festgedrückt. Es gibt ein Poster von Radio Rando, das ist cool. Ja, aber das war von der vorigen Staffel. Oh. Da musste ich aber auch sehr lange nerven, dass ich das bekomme. Das kann ich mir vorstellen. Sowas gibt man ja auch ungern her, wenn man es hat. Ja, das ist auch auch ein ungewöhnliches Format. Das wird auch einiges in der Produktion gekostet haben. Also, wenn ihr Poster von Radio Rando, dem Mystery-Hörspiel-Podcast haben möchtet, einfach dranbleiben, immer weiter nerven. Irgendwann schicken wir euch das. Ja, das ist ein allgemeiner Lifehack, glaube ich. Mit immer weiter nerven kann man erstaunlich viel erreichen, wenn man nur nicht zu früh aufgibt. Genau, nur bitte nicht im näheren sozialen Umfeld, also mit Menschen, die ihr dann auch noch, denen ihr noch später ins Gesicht sehen müsst. Ich hoffe, der Fabio von Rando wird mir das verzeihen, dass ich ihn jetzt in die Pfanne gehauen habe. Aber das Poster ist auch sehr cool, also die haben da sehr fähige Grafiker. Ah ja, cool. Vielleicht gibt's da ja noch Restbestände. Tja. Jetzt allein, allein für diese schöne Reklame könnten sie ja irgendwie hier bei Radio Rando noch ein weiteres Poster jetzt hier an die Kommentierenden unter dieser Folge oder so verlosen, ne? Wink, 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 wink. Ja, ich werd mal auf Twitter darauf hinweisen und hören, ob da noch sich noch eine Werbeaktion anhängen lässt. Ja, ansonsten habe ich jetzt gerade keine spontanen Gedanken zu Klebstoff oder Klebeband. Dann können wir ja noch den Aufruf auch an dieser Stelle einbauen, wenn ihr noch Ideen habt, was man mit Klebstoffen, also flüssigen, aber auch Klebebändern, wir haben jetzt hier bei Klebebändern sehr stark auf das Gaffertape uns konzentriert. Es gibt ja noch diese Paketklebebänder, auch wenn du schon gesagt hast, die sind in der Anwendung nicht so geil, aber auch unzählige hier Isolierband und was aber nicht alles. Eine Spielidee kommt mir gerade noch, das haben wir tatsächlich früher als Kinder gemacht, ne? Also wir sind ja ungefähr, also wir sind jetzt altersmäßig, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, du und ich, ne? Also wir sind ja, glaube ich, beide so Generationen TKKG, 3 Fragezeichen, auf Kassetten natürlich, also nicht auf MP3-Streaming-Diensten. Und natürlich wollten, also zumindest wir Jungs, wir wollten immer alle Detektiv sein. Natürlich hatte auch jede Klasse einen Detektivclub, ne? Der natürlich nie einen Fall gelöst hat, aber sich da unglaublich engagiert gerüstet hat. Und ganz wichtig war immer die Möglichkeit, Fingerabdrücke zu nehmen. Ja. Und das haben wir tatsächlich damals gemacht. Also ich hatte
auch irgendwie so ein Ravensburger Buch, wie man ein richtiger Detektiv wird, also so ein schneller Lehrgang in 48 großbedruckten Seiten. Und wir haben das tatsächlich gemacht, indem wir uns Kohlepulver genommen haben und also das dann so auf die vermeintlichen Fingerabdrücke aufgestreut haben und es dann mit dem breiten Tesafilm, mit dem transparenten, abgenommen haben und dann irgendwie in unsere... Dann kann man es auf ein Blatt Papier kleben. Genau, und dann konnte man damit wunderbar ermitteln, zum einen, wer zuletzt an der Kühlschranktür an der heimischen war. Das hat man dann tatsächlich rausfinden können, wenn man dann also erstmal alle Familienmitglieder hier die Finger in Stempelfarbe hat tauchen lassen für die Vergleiche. Und danach konnte man auch feststellen, welche Familienmitglieder am wenigsten darüber erfreut waren, dass auf einmal die Kühlschranktüre voller Kohlenstaub war. Ja, dann habe ich auch noch einen Detektivtrick mit Klebeband. Und zwar wurde schon bei der Kühlschranktür oder auch bei einer beliebigen anderen Tür, zum Beispiel persönliche Schubladen oder die Haustür sind, dann kann man zumindest ermitteln, ob jemand diese Tür geöffnet hat, während man nicht da war, indem man an die Tür und an den Türrahmen oder entsprechend bei Schränken oder Kühlschränken an die Seitenwand ein Klebebandstück klebt, auch an möglichst stabiles, festes. Und zwischen diese beiden Stücke klebt man ein Haar ein, ein menschliches Haar. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, natürlich, das haben wir ja auch gemacht. Genau, und wenn das jemand geöffnet hat, zerreißt das Haar natürlich, fällt aber auch nicht auf, weil es jetzt irgendwie kein lautes Geräusch macht oder so. Und man kann nachher sehen, oder zumindest reißt das, zieht man das Haar dann aus dem Klebebandstreifen raus und man kann nachher ermitteln, ja, das ist zumindest geöffnet worden. Und wenn man dann schon jemanden in Verdacht hat, dann kann man den ja so lange schütteln, bis er sagt, dass das war. Bis es zugibt, ja. Kannst du dich jetzt, wenn wir gerade in den Zeiten sind, kannst du dich noch an die Einbrecher-Alarmanlage der 80er Jahre aus dem Yps-Heft erinnern? Warte mal, Einbrecher-Alarmanlage. War das mit Elektrik? Nein. Ne? Also wir hatten damals noch keinen Strom auf dem Land. Wir hatten ja nichts, ne? Nee, das war dieser komische Pappaufsteller, wo man, da gab es dann so eine, ja, es war keine Trillerpfeife, das war also diese Pfeifen, wo man reinpustet, wo dieser kleine Propeller drin ist, diese Hui-Pfeifen, weißt du, welche ich meine? Ja. Die gab es dann mit so einem Schaumgummipfropfen, einer Briefklammer und einer Schnur. Und für die andere Seite einen Luftballon. Und die Theorie, die war also, dass ich praktisch diese Schnur an der Tür oder was weiß ich befestige und das andere Ende dann mit dieser Briefklammer in den Schaumstopfpfropfen befestige, die Pfeife auf der Luftaustrittsseite damit verschließe und auf die andere Seite den aufgeblasenen Luftballon überziehe. Die Theorie ist dann so gewesen, dass jemand die Tür öffnet, die Schnur dann dadurch den Pfropfen aus der Pfeife zieht und der Luftballon in der Pfeife einmal hui macht. Ah, ist ja cool. Die Praxis ist natürlich so, dass also weder ein Schaumstoffpfropfen, der von einer Briefklammer durchbohrt ist, noch ein Luftballon, den ich lose über eine Pfeife ziehe, in irgendeiner Form luftdicht sind, sodass also dieser Einbrecher also maximal 120 Sekunden nach Anbringen der Konstruktion kommen musste, weil danach war keine Luft mehr in dem Ballon es hat nicht mehr funktioniert. Aber das war ja sehr vielen Yps-Gimmicks zu eigen, dass die jetzt in dem beschreibenden Comic wesentlich besser funktioniert haben als im reellen Leben. Ja, da solche Sachen sind zwar sehr schön, aber die setzen auch einiges an mechanischer Akkuratesse voraus, dass sie dann wirklich funktionieren müssten, also zuverlässig. Ja, und das Ganze eben als Gratisbeilage in einer Zeitschrift, die damals, glaube ich, 2,90 Mark oder 3,10 Mark gekostet hat. Da haben sie jetzt keinen Uhrmacher dran gesetzt, vermute ich mal, um das fein mechanisch durchzubekommen. Ja. Bei der Gelegenheit kann ich ja noch mal hier erwähnen, die Trick 17 ist ja auch in einem der neueren Yps-Hefte auch, sind Ben und ich per Interview zu sehen. Da werden wir auch zu Trick 17 und den Büchern und so befragt und ist aber auch schon etwas länger her. Also das Heft, vielleicht liegt es noch irgendwo rum. Das würde mich aber mal interessieren. Wie sind die auf euch gekommen? Wegen eurer Bücher oder wie? Wegen der Bücher, ja. Also der Podcast wird zwar auch erwähnt, aber weitaus in der Öffentlichkeit sind wir weitaus bekannter als Autoren der Trick 17 Bücher. Euer Buch, ich weiß jetzt nur nicht, ob es das erste oder das zweite war, das stand oder steht sogar
in einer sehr erlesenen Auswahl an Büchern, die in unserer lokalen Zeitungsredaktion im Kundenbereich verkauft werden. Da habe ich das auch neulich auch mal gesehen. Ja, du hast es, glaube ich, sogar auf Twitter geschrieben, da habe ich das kann, dann. Kann sein, ja. Ist ja, ja. Also ihr seid da schon verbreitet. Das. Ja, ja, der Verlag macht jetzt auch in diesem Jahr wegen 2017 ganz viel Werbung. Also man könnte die Bücher auch an Bahnhöfen sehen oder hier und da. Also ich habe auch bei uns im lokalen Bastelgeschäften Aufsteller gesehen mit den Büchern. Okay, also das ist schon ganz interessant. Auf die Assoziation Trick 17, 2017 bin ich gar nicht gekommen. Moment mal, lass dich von dem Tastaturgetippe nicht abschrecken. Ich registriere mir nur schon mal die Domain Trick 18 für nächstes Jahr und werde reich, reich, reich. Ja, alles möglich. Wobei, wo kommt eigentlich Trick 17 jetzt, also so als Redewendung, weiß man, wo das herkommt, warum es ausgerechnet der Trick 17 war, der immer herangezogen wird? Gibt es da irgendwie so eine alte popkulturelle Referenz darauf, oder? Ich habe ganz am Anfang, glaube ich, mal eine Weile gesucht, ob ich was rausfinde, aber bin dann, glaube ich, nicht so richtig fündig geworden. Kann sein, dass wir das in einer ganz frühen Folge mal thematisiert haben. Aber wenn, war es jetzt auch nicht so was Faszinierendes, dass es sich eingebrannt hat. Schade eigentlich. Ich glaube, das war einfach so ein Ausspruch, der sich irgendwann mal so eingeprägt hat. Keine Ahnung. Tja, gut. Dann schauen wir mal, wo wir die Bücher jetzt dann dieses Jahr noch überall finden werden. Ja, viel ist ja von 2017 nicht mehr da. Aber mal sehen, ja, was dann das nächste Jahr bringt. Vielleicht ein neues Trick 17 Buch. Dann womöglich auch wieder mit einem Themenschwerpunkt, so wie hier das Trick 17 Küchenbuch. Ja, das könnte schon sein. Also es wäre möglich, dass einer der beiden Trick 17 Autoren mit dem Verlag noch in Kontakt steht. Also dann verrate das bloß nicht, ne? Wenn das noch streng geheim ist alles, dann nee, das werde ich auf keinen Fall in einem Podcast, den jeder anhören kann, erwähnen. Nee, um Gottes Willen, am Ende glaubt es noch jemand und freut sich drauf. Das, ja, eben, das, nein, und dann am Ende. Also man soll ja auch keine ungelegten Eier irgendwie verkaufen. Genau, und man kann auch die Haut des Bären nicht verkaufen, bevor man ihn erlegt hat und so, ne? Genau das. Jo, machen wir den Deckel drauf? Jawohl. So, sonst wird ja der Kleber fest, wenn der Deckel offen bleibt. Ja, genau. Ich habe hier mit so einer Tube Sekundenkleber gespielt. Das heißt, ich klebe jetzt mit einer Hand hier an meinem Tischchen fest. Oh. Aber Sekundenkleber haben wir in dieser Folge, war ja eh nicht dran. Das, da kann man bestimmt noch mal irgendwie sich eine extra Folge für Sekundenkleber aus den Rippen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du deinen Tisch wieder loswirst, ohne hier, wie hieß er damals, Tim Taylor hier mit kuriosen Unfällen in der Notaufnahme, zum Dauerkunden zu werden. Genau. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast für deine Ideen und dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht finden wir ja auch noch mal ein anderes Thema für eine weitere Sendung. Würde mir auf jeden Fall Spaß machen, wenn wir das noch mal wiederholen. Ja, dann so in 2-3 Monaten die besten 6 Hacks, wie man den Sekundenkleber wieder von der Hand losbekommt und den Tisch. Ja. Oder den Tisch. Genau. Oder was man für praktische Dinge machen kann, wenn man einen Tisch anhat. Genau. Dann danke ich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für die Einladung in dieses illustre Format. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal und an alle anderen, ja, viel Spaß beim Basteln und Ausprobieren und Experimentieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, und wie gesagt, an alle anderen, macht mit, das macht hier Spaß, man fühlt sich hier wohl. Genau, macht einfach mal. Ja, also tschüss. Tschüss.